So, hier komme ich halt jetzt zu meinem zweiten Unboxing-Video, dem Ferrari F430 Spider. Ebenfalls aus dem Modellbauladen habe ich ebenfalls 11 Euro gekostet. Hat hier oben auch wieder so eine Richtlinie an Teilen. Hier vorne dann halt, wie das Auto aussehen soll. Also die Kamera ist halt nicht die beste. Ich werde es halt ändern. Hier ist Skill-Level 3, 1 zu 24. Also das haben jetzt alle drei Autos, die ich habe. Hier steht jetzt 73 Parts, scheint zu stehen für 73 Einzelteile. Modell hat soll eine Länge haben von 18,9 cm. Und von Revell, ich baue ja ausschließlich von Revell. Dann wollen wir da mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Das erste Video, was ich ja eben hochgeladen habe, was ich ja heute schon gemacht habe, vom Ferrari F10. Ja, da habe ich halt hier schon mal die Sicherheitshinweise, so die Decals. Hier dann mal das Schu der Schutz, der sowieso sofort abgeht hier. So ein Fliegengitter, da muss ich halt auch nochmal beim Kumpel von mir nachfragen. Revell ist auch auf YouTube zu finden. Könnt ihr auch gerne mal reingucken, es lohnt sich auf jeden Fall. Hier schon so ein paar Teile, die im Aluminium sind. Sicherheitshinweise hatte ich da eben schon die Anleitung. Dann nochmal, warum was der Ferrari geleistet hat. Ich sag mal so, ich glaube jetzt nicht, dass ein Anführungsstrichen langweiliger Opel Zafira wirklich jetzt na, wert hätte, gebaut zu werden. Also da muss ja das Auto schon irgendeinen Grund haben, weshalb es gebaut wurde. Hier schon mal eine ganze Liste an Farben. Also es ist jetzt bisher von allen Modellen, die ich habe, die größte Farbliste, sag ich jetzt mal, ich gerade mal zählen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Farben. Ich hätte mal so eine Liste auf einer Seite, wo halt steht, welches Teil jetzt welche Nummer hat. War halt auch hier jetzt nur 26 Schritte. Und halt hier vorne, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon gezeigt habe, ist direkt rausgefallen, so die Karosserie. Auch sieht gut aus, hat kein Flash. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, sehe ich ja gerade hier vorne, hier oben das Teil. Ist halt ein bisschen locker, ich weiß jetzt nicht, soll das so sein oder nicht, wäsch mal da an. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen, falls ihr das Modell auch gebaut habt. Ansonsten muss ich halt einfach den einfachen Weg nehmen in der Anleitung gucken oder ich gucke sonst auch auf YouTube mal rein. Und schalte jetzt hier noch ein paar Glasesteile. Die Reifen, die haben auch schönes Profil, sehe ich gerade. Ja, hier auch der Unterboden. Der Mut. Vermute mal, das kommt dann hinterher so ungefähr drauf. Also hier noch so ein paar Teile, der Motor, der Sitz, Auspuff, Lenkrad, Keilriemen ist das, glaube ich. Ich halt hier auch noch so sämtliche Teile mit dabei, die Tür. Habe ich halt noch hier jetzt. Ja, egal, vielleicht einfach selber nochmal dieser Fingolz. Hier auch noch die Radaufhängung für hier vorne, vermute ich mal. Oder so ähnlich, ich weiß es jetzt noch nicht. Noch die Räder. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hier vorhin gesehen hat. Sondern dann auch hinten die Heckklappe. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder von meinem zweiten von drei Unboxing-Videos, die ich jetzt hier heute hochlade, weil wie gesagt, der Modellbauladen hatte 50% Rabatt. Ansonsten habe ich halt noch den Ferrari F10, den habe ich schon Unboxing-Video gemacht, werde ich auch nochmal verlinken, wenn das Video schon hochgeladen ist. Also ich werde auf jeden Fall nochmal gleich mit verlinken. Und ob's da.
Und ansonsten dann, wie ich auch schon beim Ferrari gesagt habe, wenn ihr es gesehen habt, ich weiß noch nicht, wann ich mit den Modellen jetzt anfange. Weil wie gesagt, bei mir geht halt jetzt hier am Montag die Schule los, es ist gerade Samstag. Da bleiben mir nur die Wochenenden und weil ich vielleicht noch einen kleinen Nebenjob mache in einem Spielwarenladen, der allerdings auch Gewell verkauft. Wenn ich da dann noch so einen kleinen Nebenjob mache, samstags, dann bleibt mir auch nur noch der Sonntag zum Modellbauen. Also ich werde mal gucken. Vielleicht finde ich auch so nochmal zwischendurch ein bisschen Zeit, was zu bauen. Aber ansonsten, seid mir nicht böse, wenn er zwischendurch, wenn nicht viel kommt. Ich versuche halt jeden Tag mal so abends, vielleicht so vorm Schlafen gehen, nochmal eine Stunde fürs Basteln zu finden. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Video. Das wird halt jetzt direkt im Anschluss noch der ein DTM-Wagen werden. Welcher das wird, könnt ihr euch ja gleich mal überraschen lassen. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr es habt. Okay, das Video wird vielleicht erst abends, mit so einer großen Wahrscheinlichkeit abends hochgeladen, weil ich später halt noch woanders hin muss. Hab heute Abend sturmfrei, deshalb wird das Video heute Abend hochgeladen. Und ja, dann sieht man sich auf jeden Fall. Und tschüss.